Nintendo! Next level games! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, also zu einem neuen Let's Test. Und zwar Mario Smash Football, wie man hier unschwer erkennen kann. Ja, ich würde es ja gerne im Fullscreen-Modus aufnehmen, aber da will Fripp scheinbar nicht mitspielen. Also ich hätte es schon mal aufgenommen, aber der Fripp hat dann einfach nichts aufgenommen. Keine Ahnung, weil er das Programm nicht mag oder so. Also, ihr seht, das Ganze läuft über Emulator, sonst kann ich schlecht aufnehmen. Und ich mache jetzt fürs Erste einfach mal das, was ich bei der anderen Aufnahme auch gemacht habe. So, da waren wir so und so. Also, das Ganze ist für den GameCube. Und, ja, mal sehen. Also, ich weiß jetzt zwar ungefähr schon, wie die Steuerung geht, aber ich denke, ich habe es inzwischen auch schon wieder vergessen. Müssen wir kurz wieder testen. Sonst spiele ich das eigentlich komplett blind. Also, ich habe hier noch nichts gespielt, habe das Spiel auch selbst vorher noch nie gespielt. Also, nicht mal bei einem Freund oder so. Und dann denke ich, dass wir heute eine extrem niedrige Framerate haben. Keine Ahnung wieso. Yep, eine verdammt niedrige. Freies Training. Also, wie war das? Ah, es passt. Ah, geleckt, ist das langsam. Also A ist passen, B ist schießen, was war X nochmal? Ach so, X sind Power-Ups und Y ist entweder so ausweichen oder Gegner anrempeln. So. Also bei der vorigen Aufnahme habe ich eigentlich schon ein richtiges Spiel gespielt, also ein normales. Ach ja, genau, wie war das? Mit A kann man wechseln. Na dann rutsch mal. Ja, mal abgesehen von der extrem langsamen Geschwindigkeit gerade. Keine Ahnung wieso, ich schätze mal, das liegt daran, dass Camtasia etwas mehr Auslastung hat als Fraps. Ja, also folgendes. Das Spiel ist ja praktisch Fußball mit sehr, sehr, sehr wenig Regeln. Die Flug- bzw. Schussbahnen des Balles sind relativ realistisch. Ich meine, dass ich nicht getackelt werde, das liegt daran, dass es der Trainingsmodus ist. Und ich versuche das jetzt mal so hinzukriegen. Also mit B lädt man den Schuss auf. Und drücken. Und ja, das ist die einzige Möglichkeit. Der Torwart kann dich tackeln, während du versuchst zu schießen. Und zwar sobald du in dieser... Los Mario, beweg dich. Also sobald du im Strafraum drin stehst. Tackle deinen Bruder, na los! Torwart, du machst das, hoffe ich für dich. Und was macht Luigi? Ja, übrigens, mit B kann man dem Gegner auch reinrutschen. Nur halt reinrutschen im Sinne von selbst den Ball behalten. Ansonsten wird er weg,
so dem Gegner wirklich reingerutscht ist und irgendein Verbündeter den Ball holen kann. Tja. Schon irgendwie seltsam. Mit Fraps hatte ich gestern 60 FPS. Mit dem habe ich hier nicht mal 20. Hopp, 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 hopp. Pass zu Mario. Hopp, hopp. So, okay, und jetzt würden wir nämlich nicht in den Strafraum rutschen. Dann macht der Torwart nämlich auch nichts. Und dann versuchen wir hier mal hier und hier zu landen. Dann macht man einen Spezialschuss, also einen super Spezialschuss. Der normale Spezialschuss ist gelb-gelb. Und das Ganze ist charakterspezifisch und bei Mario sieht das dann eben so aus. Ach ja, und Spezialschüsse bzw. Spezialtreffer zählen 2 Tore. Und wenn man es perfekt hat, ist es auch so, es geht automatisch auf den Torwart, aber wie man hier schön sehen kann, er kann es nicht halten und wird selbst mitgerissen. So. Also die Flug, mal abgesehen von ein paar kleinen ja, Extras, die bei Super Mario nun mal so üblich sind, hält sich das auch relativ gut von der Physics Engine her. Und grafisch gesehen muss ich sagen, ein klein wenig besser als die Nintendo 64, aber das ist ja praktisch auch die Nachfolgerversion. Hier habt ihr es nochmal schön gesehen. Also, es gibt ein paar kleine Grafikbugs, die halt bei, wenn es ein bisschen schneller wäre, weniger auffallen würden. Jetzt sieht man es natürlich besonders schön. Dass der Ball nicht dem Torwart direkt in die Hände geht, sondern erstmal irgendwo hin und plötzlich in die Hände geportet wird. Und einen weiteren Bug, den habe ich, wie ich die Aufnahme gemacht hatte, noch rausgefunden. So, du gibst uns bitte mal deinen Ball. Ach ja, das Spielfeld ist umzäunt von so einem Elektro-Dingens, dass wenn du, also du kannst ohne Probleme hinten laufen, aber sobald du hineingekickt wirst, da gibt es nichts. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar, wenn wir jetzt hier ganz äußerster Rand mal ordentlich draufkicken, ich versuche jetzt mal nicht perfekt, sondern nur so halb zu erwischen. Natürlich, je besser der Schuss, desto schärfer. Ja, die Animation ist immer dieselbe, nur in dem Fall. Schaffen wir trotzdem rein, wie ihr gesehen habt. Wir sind ganz rechts gestanden und wurden ein Stück nach außen teleportiert. Das ist einer der komischen Fehler in dem Spiel. Ansonsten, ja, hält sich doch relativ gut. Charaktere sind einige dabei. So, ich werde jetzt dann mal versuchen, ein paar Power-Ups vorzuführen. Und jetzt weiß ich ja auch, wie sie einzusetzen sind. Und 4:0. Und wir haben immer noch keine Power-Ups, drum werden wir jetzt hier mal kurz den Typen umlegen. Also bezüglich Körperkontakt gibt es keine Regeln. So, dann spielen wir mal hier hinten durch. Und räumen mal ordentlich ab. Ja, und wenn man in der eigenen Hälfte schießt, dann schießt man wirklich nur irgendwo hin. Und nicht in Richtung Tor. Aber sobald man hier in der gegnerischen Hälfte ist, dann schießt man auch Richtung Tor. Na los, Mario! Töte ihn! Los, Torwart! Dup, 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 dup. Ach ja, und den Torwart kann man nicht tacken. Also es bringt nichts.
Elektrozaun. Ich zeige jetzt das, falls ihr es vorher mal übersehen habt, nochmal mit dem Elektrozaun. Ja, da haben wir es. Wozu davonlaufen, wenn man auch einfach tacklen kann? So. Der wird sich nicht einfach nur auswerfen. Also, man kann den Typen nicht tacklen. Wir werden das selbst wegstoßen. Und bleibt liegen. Und dafür... Guten Tag! Mit Zeitlupe ist das Ganze ein wenig seltsam. Mein Ball. Böse. Dodge. Ja, und jeder Charakter hat ebenso eigene charakterspezifische Moves. Die Hilfscharakter, das sind vier verschiedene. Die können eben nur so normale Schüsse, auch wenn aufgeladene, seitlich springen, passen und rutschen. Oh ja, zwei auf einmal. Wenn das nicht gut ist. So, jetzt haben wir Power-Ups, also wie ihr links oben sehen könnt. Wir haben einen Pilz. Und ein paar Panzer. Du auch noch. Ein Pilz ist sowas wie ein Speed-Upgrade. Und hier kann man dann auch natürlich richtig schön reinlaufen. Voraussichtlich ist es nicht ganz so langsam. Tackle Power! Tackle Power! Nein! Du kannst nicht vorbei! Upp. So. Passen. Passen. So, also man kann ihn auch so richtig schön ins Tor reinlegen. Glatt. Wenn man hier einfach hinläuft und den Ball reinlegt. Aber im richtigen Spiel geht das nicht und da wird man aufgehalten vom Torwart. Also wirklich komplett aufgehalten. So. Ich würde euch jetzt hier gerne noch ein richtiges Spiel zeigen, aber irgendwie habe ich dadurch, also habe ich drauf nicht so viel Bock, wenn das Ganze so extrem laggt. Dann werde ich es doch eher lassen. Es ist, wird es ein kürzeres Let's Test als das eigentlich geplante. Und sonst, ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Spiele vorschlagen, die ich dann Let's Play. Ich werde dann eben versuchen, dass ich die von irgendwo auftreibe. Und jetzt machen wir noch schön Abschluss. So wie es mir gestern auch gelungen ist. So richtig schön. Stopp. Ich könnte fast einen Handschuh auf den Ball machen. Und drin. Also die Distanz ist in dem Fall nicht ganz so wichtig. So, und ich denke hier bei belassen wir es. Also nur so ein bisschen. So, jetzt. Nur noch so ein bisschen zusammenfassend. Ja, die Charaktere haben viele verschiedene einzelne
Fähigkeiten, Stärken, Schwächen. Das Spiel selbst ist, ich sage jetzt mal, mit viel Körperkontakt im Normalfall, also viel Tackles. Und Grafik, wie schon erwähnt, ein bisschen besser als Nintendo 64, also so schlecht finde ich insgesamt jetzt nicht, mal abgesehen davon, dass ich es im Gegensatz zu vorgestern habe ich es versucht aufzunehmen, nicht im Fullscreen jetzt eben machen habe können. Und sonst, ja, es gibt verschiedene Pokalturniere, also das ist das normale, dann das Superpokal und da gibt es dann verschiedene Trophäen. Die kann man alle Stück für Stück freischalten. Bolzplatz kann man eben normale Spiele machen, offene Spiele kann man auch normal. Ich weiß nicht, kann man die dann vielleicht auch übers Internet. Ach so, da kann man die Regeln selbst bestimmen. Mit bis zu 16 Spielen, also Internet ist auch möglich. Ja, und hiermit würde ich sagen, beenden wir das kurze Test. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.